Moin liebe Freunde und dann willkommen zurück zu einem weiteren Teil der Pokémon Crystal Clear Nasso Challenge mit mir und Nerd. Das letzte Mal habe ich mit herausfinden müssen oder können, dass eben hier die Kimono Girls auf einem sehr hohen Level mit sind. Aber wenn ich dann eben so sehe, dürfte es wahrscheinlich sogar machbar sein, dass man sie hier alle mit besiegen kann. Und wenn das so ist, dann nehme ich das auch nur zu gerne auf mich. Also, die jeweiligen Kimono-Kürze sind ja alle auf Level 35, währenddessen wir noch so 10 bis 9 Level darunter sind. Und das Aquana wiederum, das hat mir schon so einiges im Jahr gelehrt. Jetzt ist aber nur die Frage, welchen der anderen Kimono-Kürze ich fordere als nächstes mit raus. Satzbau war auch mal richtig kacke, aber okay. Und welches jeweilige entwickelte Evoli werden die wohl mit haben? Obwohl, warte mal, wenn ich das gerade so sehe. Rötlich. Oh, ich glaube, ich weiß es. Das habe ich ja nie betrachtet. Lass mich raten, die muss das Flamara haben. Die ist so dunkel, die wird das Nachtara haben. Dann wirst du das Psyana haben und du hast Blitzer. Bei dir hatte schon das Aquan und die ist blau. Ui. Das ist mir wirklich noch nie aufgefallen. No joke. Okay, wenn das so ist, dann werde ich jetzt mal Folgendes machen. Ich werde als allererstes gegenüber das Nachtara, gegenüber das Psyana mit antreten. Und dabei gehe ich mit meinen Nachtara rein. So, jetzt haben wir es von Satzbau her. Deswegen schicke ich das Kyo mit nach vorne. Und werde jetzt dementsprechend sie mit ihrem Psyana mit herausfordern, sie besiegen. Und ja, okay, gut, dann schauen wir einfach mal mit nach, nicht? Also mal sehen. Dies ist dann ebenfalls auf Level 35. Nee, Moment mal, du hast das nach Tara? Okay. Ich hatte jetzt eigentlich mehr davon erwartet, dass ich jetzt hier einen Psyana vor mir habe, aber jetzt, okay. Aber hier sieht man Level 35 und jetzt mal so betrachtet. Du hättest auch schon viel eher hier mit hineingehen können. Und das heißt, die Trainer, die skalieren nicht. Das bedeutet, die sind so oder so auf Level 35. Also wenn du hier, keine Ahnung, mit, sagen wir mal, Level 10, Level 15 hier mit reingehst, du wirst ja komplett zerstört. Also ich weiß wirklich nicht, ob das überhaupt in eines der späteren Versionen vielleicht dann abgestellt worden ist oder vielleicht auch abgestellt werden könnte. Aber okay. Gut, ich gehe hier auf den Quick Attack. Quick Attack ist schon hier Zelda Attack. Aber gut, da kommt der Quick Attack von deiner Seite aus. Also mal sehen. Ja, okay, jetzt gehst du für einen schönen Sandwirbel. Gut, ich meine, ich kenne dem zu das Prozedere, aber ich komme sogar mit dem zweiten Sandwirbel durch. Und du bist jetzt auf minus 2 Genauigkeit. Und dafür, dass du hier ein Undisch-Pokémon vorbringst, gehe ich hier mal mit einem Kampf-Pokémon mal mit hinein. Also ich meine, Akizu würde ich hier eigentlich sehr gut sicher mit etablieren. Vorausgesetzt, ich treffe auch jetzt die nächsten Angriffe überhaupt. Ich gehe... Oh komm, wir gehen gleich auf den Low-Kick. Junge, du kannst du eigentlich auch ein einziges Mal nicht treffen. Nicht zum Beispiel, wenn ich hier mit, naja, Sandwirbel komme. Oh, Confusion hast du auch, sehr schön. Ja gut, der Schaden, der ist dann hier schon arg begrenzt. Gut, Planänderung. Ich gehe mal mit Jessica hier mal mit rein und werde erst einmal dieses Pokémon paralysieren. Ich denke mal, das passt jetzt sehr gut mit rein. So, Quick Attack. Okay, gut, das Quick Attack, das Sand Attack und Kung Fu Strahl. Tja, gut, komm, ich gehe auf eine Stachelspore. Hat sogar keine Wirkung, sehr schön. Also, eigentlich ist der Text von hat gar keine Wirkung, hier war komplett falsch, aber müssen wir mal mit sehen. Gut, dann werde ich jetzt mal wieder zurückgehen zu Akizu. Ich meine, dadurch bin ich ja jetzt hier wieder auf neutraler Genauigkeit. Von Buschal geht ein weiteres Mal mit daneben. Sehr schön, ich gehe von Low Kick. Du bist voll paralysiert. So, gefällt mir das. Wenn der Gegner quasi kein einziges Mal angreifen kann, dann bin ich sehr gut mit aufgestellt. Und hallöchen, du. Warum war ich jetzt schneller als Umbreon?
Ambryon setzt euch jetzt nicht irgendeine Minus-Prio rein, oder? Weil ich kann mir nicht... Ach nee, vergiss es. Stimmt, vergiss es. Paralyse. Ja, okay, gut, nevermind. Vergiss es. Paralyse. Ja, ha, ha, ha. Ach, das habe ich jetzt mal komplett ausgeblendet. Aber Junge. Hugh bekommt sogar noch ein Level Up. Sehr schön. Und Jessica bekommt auch noch ein paar schöne Erfahrungspunkte. Nice. Warum eigentlich Q, aber die geringsten Erfahrungspunkte hiermit bekommen, ist mir ein bisschen schleierhaft. Aber okay. Da waren es nur noch drei und ich darf hier frei nach meinem Belieben einen anderen mit auswählen und ich darf sogar noch zwischenzeitlich heilen. Und das mache ich auch. Und wenn wir schon mit dabei sind, dann nehme ich doch am besten gleich die Madame hier mit vor, dann wird sie das Psyana mit haben, weil die links, die hat dann hier ihr Flamara und ganz rechts erwartet mich dann Blitzer. Und da muss ich mal sehen, mit welchen der anderen Pokémon ich dann hier wie besiegen werde. Obwohl, gegenüber Flamara, gut, da hätte ich schon einen passenden Kandidaten. Und ja, hier haben wir quasi schon, Psyana. Aber, okay, komm, ich gehe für einen Z-Attack und ich outspeede ein Psyana, was mir 10 Level darüber ist. Und ich erkenne schon die Standardstrategie von jedes dieser Pokémon kommt hier mit Quick Attack, jedes von denen mit Sand Attack. Okay, Sand Attack geht daneben, meins aber natürlich auch, so gehört sich das. Ja, geht irgendwie gut los. Gut, fraglich, was mache ich denn jetzt? Ich meine, ich muss den Zug mit Kyo drin bleiben, weil hier rieche ich doch schon eine Psycho-Attacke. Mal sehen. Psyana. Guck ich doch mal rein. Zweite Spielegeneration. War es? Ach, hier. Okay, du bist Level 35. Das heißt, du hast Sternschauer, Ruxokip, Konfusion und Sandwirbel. Psystrahl wäre erst auf Level 36 mit der Fall. Ja, ich habe aber so gesehen noch drei Pokémon bei mir, die auch eine gemeinsame Psychoschwäche haben. Oh boy. Gut, dann gehe ich mal kurz noch zu Manu mal mit hinein, damit ich das erste Mal hier wieder plus minus der Genauigkeit wieder mit bin. Swift, okay, Swift setze ich hier mit ein. Ja, okay. Dann gehe ich aber jetzt wieder zu Kyo retour. Es hätte ja auch, keine Ahnung, jetzt eine Psycho-Attacke bekommen können. Sand-Attack, hau mir bloß ab mit Sand-Attack, das brauche ich ja nicht. Aber ich hau dir noch ein bisschen Sand-Attack mit hinein, einfach weil ich es kann. Und einfach, weil ich da auch so richtig schmutzig hier spielen kann, beziehungsweise möchte oder sogar auch muss. So. Ich gehe eben jetzt hier auf dem Headbutt und mache dann dementsprechend, ich sag mal, allmählich Schaden. Ja, allmählich Schaden. Das große Problem daran ist, dass lediglich Morgana die einzige Madame in meinem Team ist, die auch eine Unleash-Attacke hat. Und das ist dann in diesem Fall Biss. Und gegenüber einem Pokémon, was hier von Typ Psycho ist, macht es zwar durchaus Schaden, aber A ist Psycho hier kein Stamp, B ist speziell offensiv und C, wenn dann hier eine Konfusion kommt, das macht Schaden. Aber pro Schaden, ich gehe jetzt noch für einen Headbutt und ich glaube, dass ich mich auch gleich mal heilen werde. Natürlich geht die Attacke daneben. Gut, ich meine, das überrascht mich mal ganz und gar nicht. Komm, ich setze mal mein erstes Heil-Item ein. So viel Zeit muss schon mit sein. Ja gut, es konnte mit Swift durch und damit trifft es immer. Also es geht dann eben dann durch den Sand mit hindurch. So. Aber wenigstens haut es mal die anderen Attacken schön mit daneben. Das ist dann ein kleiner Trostpreis von meiner Seite aus. Gut, Sand-Attack geht mit daneben. Headbutt geht noch hier mit daneben. Ich glaube, ich muss danach so oder so erstmal heilen gehen. Junge. Oh, come on, triff doch endlich mal. Komm, hier, Quick Attack. Dazu brauchst du dann eben auch ein paar weitere Züge, aber komm schon. Ah. Das Pokémon setzt dann eben auch kein einziges Mal eine Psycho-Attacke mit ein. Gut, kann sie auch nicht, weil ich eben immer noch hier eine Unleash-Pokémon vor mir habe. Aber komm schon, dieser Quick Attack. Ach komm, jetzt kommt hier das Sandwirbel Blues des Todes. Gefällt mir ganz und gar nicht. So, komm. Quick Attack. Oh, gut, das ist ja auch ein Quick Attack. Stimmt, da war was. For real. Okay, komm, Manu. Manu. Das sollst du reißen. Sand Attack trifft wenigstens nicht.
Die nächste Attacke, die du mit einsetzen tust, die wird wahrscheinlich wehtun. Also, du setzt Sandwirbel ein oder vielleicht Swift. Komm, ich gebe mir DC Punch. Konfusion, okay. Ja, Konfusion, wie viel Schaden macht das? Von 71 runter auf 31. Oh, 40 Schaden. Das ist heftig. Das ist halt eben schon so stark wie eine Drachenwut. Okay, ich gehe mal heilen. Aus einem guten Grund. Gut, und ich habe auch schon den passenden Elite gegenüber das Flamara, was von der guten Dame hier kommt. Tut Toby, wird er schon mitrichten und spült erst einmal hier ein bisschen was mit weg. So wird es halt wohl schon mit sein. Wir haben aktuell 11,5 Minuten, also gut, mit dem ganzen Geschnippel vielleicht erst 9 Minuten. Weiß ich halt eben noch nicht so genau. Aber okay. Gut, ich gehe mal hier für einen Regentanz. Gut, Quick Attack, Sand Attack hast du auch und hallöchen, du, dieser Quick Attack. Hat der mir gerade allen Ernstes 30 Schaden verursacht? Nicht euer Ernst! Quick Attack mit 30 Schaden! Und dieser Quick Attack, der war auch ein bisschen sehr unwillkürlich. Junge, was geht denn da? Ist das euer Ernst? Okay, komm, ich gehe zu Kyo. Eigentlich wollte ich halt eben mit Toby auch mal ein bisschen was mitreißen. Junge, Junge, Junge. Zweimal Quick Attack und dann kommt noch ein Bistro mit hinein. Gut, ich meine, jetzt ist halt eben der Regen draußen. Okay. Komm, ich gehe für ein Headbutt. Bitte keine Insta-Verbrennung. Ich meine, es wird sogar noch durch den Regen noch mit stark gemindert. Komm, ich gebe einen Z-Attack. Und der Gegner hat da eben genau das gleiche mit vor. Okay. Hier sind wir beide halt eben auf minus 1. Der Regen hört genau jetzt in dem Moment mit auf. Ich gehe weiter für einen Headbutt. Gut, ich treffe wenigstens. Und na, da brauche ich noch zwei weitere Hits. Also ich meine, ja, Nachtara ist zwar schon sehr defensiv mit aufgestellt. Aber okay, komm, Quick Attack. Oh, dieser ist natürlich schneller. Aber ich treffe dann wenigstens, weil Sandwirbel to go. Junge, 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 Junge. Ja, und da scheint eben sonst nichts Besseres zu tun, habe ich erstmal eine Runde heilen. So, und da bleibt nur noch eine einzige übrig. Das wird dann die mit ihrem Blitzer mit sein. Und mal sehen. Also ich habe jetzt schon mal das Lied wieder... Also ich habe jetzt schon mal wieder den Lead gewechselt gegenüber die letzte Madame, die dann dementsprechend mit ihren Blitzermann reinkommt, weil Toby werde ich definitiv hier nicht drin behalten. Jessica soll das Ganze hier mitmachen. Gut, und ich gehe mal hier am besten auf eine Stachelspore. Hier kann ich das wenigstens noch mit einsetzen, dass ich auch Elektro-Pokémon mit paralysieren kann. Das wurde erst ab der 6. Spielegeneration aktualisiert. Aber okay, komm, Sludge Bomb. Gut, Sand Attack, Quick Attack, der Klassiker, sowie die anderen halt eben auch. Mal sehen, wie viel Schaden ziehe ich eigentlich mit Matschbombe rein? Das war ein Crit. Ich wollte schon sagen, wenn ich jetzt allen erstes so viel Schaden mit reingedrückt hätte, nie und nimmer hätte ich dir das geglaubt. Junge, du, da hast du ja die Kimono-Kürze relativ, sag ich mal schon, relativ einfach besiegt. Okay, ich werde jetzt auch wieder hier mein Bestes tun, mal lieber auswechseln, weil Sandwirbel gefällt mir überhaupt nicht. Aber ich gehe jetzt hier nicht auf ein gegnerisches Sandwirbel-Gespamme, sondern ich sorge jetzt dafür, dass ich hier im besten Fall mit Headbutt das Ganze finishen kann. Sehr schön. Wow. Gut, dann bekomme ich auch jetzt hier meinen Surfer. Das ist wenigstens etwas sehr Gutes. Jetzt bin ich halt nur am Überlegen, auf wen packe ich dann Surfer mit drauf? Ich meine, ich könnte es eben auf Toby mit drauf packen, aber Tobys Movepool möchte ich jetzt nicht unbedingt mit zerstören. Ich meine, wenn ich mir mal Toby angucke, Kaskade wollte ich jetzt nicht machen auf die Stats. Obwohl, weißt du was, doch, ich packe hier Surfer mit drauf, weil die Hypnose, die nützt mir sowieso nie etwas. Wobei gerade in den letzten Male die Hypnose überraschenderweise Dormant getroffen hat. Aber okay, komm, gib mir Surfer. Mal sehen. Nicht alle der großen Kimono Girls sind quasi Tänzer, sind quasi auch geskillte Trainer. Ich habe sie jedes Mal mit herausgefordert, aber hatte nicht den Hauch einer Chance mitgehabt.
Aber so wie du gegen sie gekämpft hast, ich habe das quasi mitgesehen, du bist großartig hier und so weiter. Hier, nimm es. Wo ist Surfo? Ich vermisse da etwas. Ich meine, gut, mit der Klarglocke. Ah, damit kann ich ja Ho-Oh ja rufen. Aber wo ist denn bitte schön Surfo? 2000 Jahre später. Also ganz ehrlich. Dafür, dass ich die anderen NPCs nie ein einziges Mal angesprochen habe, so regulär, und sehr wahrscheinlich auch die meisten überhaupt nicht, weil man ja doch generell mit weiß, dass dieser Typ dort eigentlich derjenige ist, der den Surfer mitgibt, wäre ich niemals auf den Gedanken gekommen, bei dem Surfer mitzuhalten. Ohne Scheiß. Ich meine, ich habe jetzt mal zum Spaß mal die anderen NPCs mal mit angesprochen, aber okay, ich nimm's mit. Auf der anderen Seite, ich glaube, ich werde doch erst im nächsten Part wieder die nächste Arena machen, weil, stimmt, ich habe hier 4 Orden und deswegen gehe ich mal hier oben in den anderen Turm mit hinein. Da darfst du ja normalerweise erst rein, sobald du quasi 4 Orden mit hast. Und, ja gut, dann schauen wir doch einfach mal uns dort ein bisschen mit um. Das müsste doch, glaube ich, dann auch eine neue Route für mich mit ergeben und, dementsprechend dürfte ich mir dann auch ein neues Routen-Pokémon mitfangen. Gut, ich habe noch 11 Superbälle. Ich glaube, ich hole mir aber dennoch mal ein paar weitere Bälle. Ich meine, da bin ich zwar dann ein bisschen ballerballer, aber halt nicht verkaufen, sondern hier regulär kaufen. Wenn ich schon mal mit dabei bin, komm, 6000 Pokédollar gebe ich schon aus für 10 Pokébälle. Super Potion. Hol ich mal gleich mal 20 Stück, so viel Zeit muss schon mit sein. Sehr schön, und dann schauen wir doch mal nach. Ach stimmt, ich wollte erstmal noch hier genau auf Tobi noch Surfer mit draufpacken, wenn ich schon mit dabei bin. Also, Surfer haben wir hier. Neben Tobi, könnte es eigentlich noch irgendwer anders? Ne, natürlich nicht. Gut, dann packe ich auf Tobi mit drauf. Tobi erlernt Surfer und dafür verlerne ich eine folgende Attacke und das wird Hypnose mit sein, weil Regentanz kannst du durchaus noch mit gebrauchen. Ice Punch ist eine gute Coverage-Attacke und in diesem Fall Kaskade und Surfer sind dann eben dann mit Step und speziell offensiv, deswegen, ja, wollen wir doch mal jetzt sehen. So, nur so feines. Ah, der Sound der Klarglocke. Es ist Sublime, aber Gott, was war denn überhaupt Sublime als Wort im Deutschen? Keine Ahnung. Ich habe noch nie so einen wunderschönen Sound mitgehört. Oder nicht so einen wunderschönen Glockentönchen oder so jetzt in dieser Form. Lalala, lalala, so, mal sehen. Du bist willig hier in den winzigen Turm mitzugehen. Los, voran mit dir. Also Tin Tower, gut, das hat dann eigentlich auch einen anderen Namen, aber ich komme nicht auf den. So. Lass mich raten, hier darf ich nicht lang, weil ich erst Jens mit herausfordern muss. Mal sehen. Du darfst ja nur lang, wenn du hier quasi deine jeweilige Stärke zeigst. Wie dem auch sei, wenn du quasi hier in den Turm mit hinein möchtest, oder keine Ahnung, was da noch mit stand, ich bin nicht zu faul, das hier mit zu übersetzen. So viele Trainer haben quasi es hiermit versucht und was hiermit steht. Ich frage dich also, ob du hier mit reingehen möchtest, mit der Erwartung, dass wir Most important history places. Okay, ich bin jetzt mal komplett aus dem Kontext mit raus. Ich krieg doch ein Rare Candy. Nehme ich auch mit. Bin ich nicht abgeneigt. Und okay, ich darf also noch nicht hier mit der lang. Ja, gut, dann, ach genau, im nächsten Part. Leute, bis dahin, ciao.